zum Höhepunkt. Ich habe mich hier entschieden. Und ich glaube es fast mehr, für mich war es einfach. Ich tue die Begründung um vorher abgeben. Wie ihr alle seht, das sind 5 Hammerkühe im Ring. Für mich die schönsten hier an diesem Abend von der Red Holstein. Und schlussendlich haben mich einfach 3 Kühe halt noch ein bisschen mehr bewegt als die anderen. Ich bin ein emotionaler Mensch, das habe ich noch schon gesehen. Und da stehe ich drüber, soll es so sein. Und 3 Kühe haben mich extrem berührt. Und wir sind voll überzeugt, dass sie ihren Weg in Zukunft werden machen. Die Champion-Kuh ist für mich, für ihr Alter, die Komplettheit, wenn man Fehler sucht. Ich würde jetzt sagen, mal, no, tiefmässig, sehr viel Charme, ihr Charisma, ihr Auftreten, das sie gegenüber mir sehr, sehr angenehm bewegt sich auf einem perfekten Fundament. Was sie sicher auszeichnet, ist ihr Unter, ihr ausbalancierter Unter. Einfach wirklich für mich sehr beeindruckend, wie sie heute den Ring betreten. Sie gewinnt gegenüber der Vize-Champion. Ja, jetzt muss ich schon mal verraten, jetzt muss ich aufpassen. Ja, weil sie unter ist. Nein. Ich sehe, die Vize-Champion für mich ist eine Kuh. Mit ihr, wenn sie das Leben haben, gesund bleibt. Das ist das Wichtigste, schon bei uns so. Mit einer sehr, sehr grossen Zukunft. So unterschreibe ich hier. Und wenn es auch nicht so ist, habe ich nicht recht gehabt, aber das behaupte ich. Und Massio ist für mich sehr, sehr angenehm durchgekommen den ganzen Tag, den ganzen Abend. Wenn ich Fehler gesucht habe, wirklich praktisch null. Wirklich sehr, sehr angenehme Kuh. Und wie ihr seht, die anderen zwei, die halt leer ausgehen, das sind auch Hammerkühe, aber schlussendlich muss man sich entscheiden. Und ich möchte schlussendlich auch noch sagen, wir sind froh sein, dass wir alle gesund sind und dürfen Abend hier zusammen leben. Weil manch andere würde viel dafür geben, dass ihr hier innen dürft stehen und das machen oder hocken und zuschauen. Deichet da so. Allen zusammen, ich werde nachher die Champion bekannt geben, Vize-Champion und Massio. Vorher gebe ich noch ehrenvoll zuerst allen Tank und dann mache ich das. Ein riesengroßer Applaus und merci viel, viel mal allen zusammen. Merci. Alors, j'essaie vite de trop dire les points plus importants. Niklaus, il veut remercier à tout le comité d'organisation pour avoir la possibilité de venir juger ici à Berthoud. Un grand merci aussi à Urs Affolter qui était longtemps dans le comité avec lui, parce que ça c'est celui qui a ramassé les bleus. Après aussi à son ringman et puis à toute sa famille. En fait, il a déjà fait le commentaire pour la sélection des champions. La championne de ce soir, pour lui, c'est la vache quasiment parfaite, surtout dans son corps, elle est large, elle est profonde, et puis un super pic très fort balancé. Elle est un petit peu plus complète encore que la vache qui va prendre le titre de la réserve. C'est une vache avec beaucoup d'avenir aussi, la vache qui va faire la réserve, et puis la vache en troisième. Il y a eu des petites nuances qui étaient pour cette décision entre le deuxième et le troisième rang.
2021, c'est le numéro 163. On te porte cette grande pancarte exposée par Dayo René Tibérier. On obtient le Voleva Estim, Alina, Norvège, Belgique et Luxembourg. Yeah.